Rund 75% der Lernenden werden dann auch da bei der CKW-Gruppe weiter beschäftigt. Und einer davon ist der Stefan Heiniger. Er ist Netzelektriker. Und Stefan Heiniger stellt Ihnen jetzt Nada Stein ein bisschen näher vor. Der Stefan Heiniger hat seine Lehre diesen Sommer als Netzelektriker mit Ehrenmeldung abgeschlossen. Darum hat CKW ihn gerade behalten und er ist täglich im Einsatz. Aber was macht ein Netzelektriker überhaupt? Wir tun sehr viel Kabel vor allem und Freileitungen abbrechen. Neue Freileitungen machen wir fast keine mehr. Und manchmal ist man auch jetzt wie ich im Pool, wo man nachher, je nachdem in der Woche an einem anderen Ort ist oder sogar in den Tag. Und dann macht man im Stationenbau, tut man Stationen putzen oder neue Stationen erstellen. Und wenn man so in einer Gruppe ist, wie ich jetzt bin, dann tun wir da Hochspannungskabel einziehen oder Niederspannungskabel. Und wenn man es bräuchte, dass man in einer Freileitungsgruppe ist, dann tut man eben Freileitungen abbrechen. Und so kommt man eigentlich sehr viel umeinander. Also, es ist eigentlich gut so, oder? Es sieht gut aus. Gehen wir nach hinten, schauen wir die Zugmaschine. Wenn wir die nur verhängen, morgen kommt das Kabel, dann können wir den nur ziehen. Ja, also. Okay. Wenn die ganzen Vorbereitungen vom Niederspannungskabel abgeschlossen sind, wird das Kabel gezogen. Die Zugmaschine ist in etwa 500 Meter Distanz bereits installiert. Nur so kann die Stromverkabelung im Boden geleitet werden. Der Beruf Netzelektriker ist im Gegensatz zum Elektriker unbekannt und hat am Stefan von Anfang an gefallen. Also ich wusste schon früh, dass ich etwas Handwerkliches lernen wollte. Und dann sind wir mit der Schule an Zebi und dort hatten CKW und IWL zusammen einen Stand. Und da ist ein Film gelaufen, wo einer am Muffen machen war. Und das hat mich eigentlich sofort fasziniert. Und ich habe eigentlich ab dann gewusst, dass ich genau das lernen wollte. Und ich habe bei der IWL und bei der CKW die Schnupperlehre gemacht. Und habe mich schlussendlich hier für die CKW entschieden. Und mir gefällt einfach am Beruf, dass es sehr vielseitig ist. Dass man eine Leitung ausholzt wie ein Förster, Bäume fällt. Oder jemand muss eine Kabeleinführung zuspachteln, wie ein Maurer. Oder jetzt eben hier so vom freien Feld sind und Kabel ziehen und die Natur und Sonne. Und wenn es halt einmal regnet, dann hat man halt ein bisschen Pech gehabt. Die Herausforderung ist sicher, dass man immer top konzentriert arbeiten muss, weil Strom ist etwas Gefährliches. Und wenn man da etwas falsch macht, irgendwie die falsche Leitung ausschaltet und dann ohne zu prüfen anlenkt, dann ist nicht gut. So eine Herausforderung stellt er sich auf der nächsten Baustelle. Zusammen mit zwei Teamkollegen und dem Ausbildner Erwin Rötlin. Auch er würde sich freuen, wenn der Beruf bekannter wäre. Also, für Netzelektriker gibt es eigentlich immer freie Stellen. Wir haben eigentlich eher zu wenig. Es ist eigentlich von mir aus gesehen, hat das vielleicht einen Grund, damit man, weil man den Beruf nicht so gut kennt. Aber sonst ist das absolut mein Traumjob. Ich mache jetzt das seit 12 Jahren mit der Lehre eingerechnet. Es ist sehr abwechslungsreich, vielseitig. Und nicht zu vergessen, schwindelfrei muss der Netzelektriker auch sein. Wie es der Stefan Heiniger gerade vormacht, kommt es nicht selten vor, dass die Spannungslosigkeit der Freileitungen wegen Störungen gemessen und geerdet werden müssen. Und das in mindestens 4 Meter Höhe. Also für mich ist es immer super, wenn ich hier oben runterkomme, das warme Zeug abziehen kann und kann denken, ich bin dort oben gewesen, ich habe dort etwas gemacht und ich habe so einen Ausblick gehabt. Und jetzt ist es für oben, jetzt können wir gehen, dann bin ich zufrieden.